Ein Kniedrehpunkt, der sich bei den neuesten Prothesenmodellen quer durch den Raum bewegt, ist keine Science-Fiction aus dem neuen Star Wars-Teil. Solche raffinierten Konstruktionen gibt es schon längst. Heute schauen wir uns die andere Seite des Gelenkkatalogs an und gehen den schon fast übernatürlichen Fähigkeiten der polyzentrischen Gelenke auf den Grund. Willkommen zurück bei Gotted. Nach den ersten Gehversuchen kramt der Meister noch eine Kiste raus. Darin sind eine ganze Reihe polyzentrischer Kniegelenke. In der Kiste daneben ist unser ganzer Bestand an monozentrischen. Das sind schon ein paar. Aber wenn wir erstmal einen Überblick über die Modelle haben, wählt sie schon viel leichter aus. Generell kann man sagen, dass es ein bisschen mehr monozentrische Modelle auf dem Markt gibt. Ungefähr in einem Verhältnis von 40 zu 60. Die 60% haben wir uns hier schon mal genauer angeschaut. Klickt einfach hier auf die Infokarte für einen Ausflug zu den monozentrischen Kniegelenken. Und jetzt sind aber die restlichen 40% dran. Hier nochmal ein kleiner Hinweis. Die Kniegelenke, die hier vorgestellt werden, die gibt es da draußen wirklich. Ich will euch hier nur ganz neutral die Funktionsprinzipien näher bringen, wie diese Knie funktionieren, damit ihr am Ende selbst eine gute Entscheidung treffen könnt. Und mit ein bisschen Suchen findet ihr auch ganz schnell raus, welche Modelle der Hersteller welche Funktionsprinzipien nutzen, die wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wir wissen ja, dass die Position der Bodenreaktionskraft bestimmt, wann ein Gelenk beim Stehen gebeugt oder gestreckt wird. Es wird gebeugt, wenn die Kraft hinter dem Gelenkdrehpunkt ist und gestreckt, wenn sie davor ist. Easy, oder? Na dann schauen wir mal, wo ist denn hier bitte der Gelenkdrehpunkt? Soll ich mir einen der vielen aussuchen oder was? Nee, besser. Keiner von denen ist der eigentliche Gelenkdrehpunkt. Das hier ist eine klassische Vierachs-Polyzentrik. Das heißt, vier einzelne Drehpunkte. Nur um welchen dreht sich dann der Unterschenkel? Genau genommen, um verdammt viele. Aber in der Momentaufnahme immer nur um einen. Den nennt man den Momentandrehpunkt. Fangen wir mal von vorne an. Den Momentandrehpunkt findet man so heraus. Ihr verbindet eure Drehpunkte mit jeweils einer Linie. Und zwar genau so. Und ihr schaut euch an, wo sich die schneiden. Das ist der Drehpunkt, um den sich der Unterschenkel genau in diesem einen Moment dreht. Und der wird nicht nur projiziert, sondern der bewegt sich auch noch. Und wie schaut's aus, wenn wir das Kniegelenk ein bisschen beugen? Dann funktioniert das immer noch genau so. Drehpunkte verbinden, Schnittpunkt suchen und schon habt ihr den Drehpunkt. Merkt ihr was? Der Drehpunkt wandert. Es gibt also mehrere Drehpunkte, um den sich das Knie dreht. Je nachdem, wie stark das Knie gebeugt ist. Wenn man jetzt alle Drehpunkte verbindet, kommt diese Linie raus. Die nennt man Polkurve. Auf der Linie liegen alle möglichen Drehpunkte dieser speziellen Polyzentrik. Hier könnt ihr also sehen, dass sich der Momentandrehpunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht nur nach vorne und nach hinten, sondern auch nach oben und unten bewegt. Dabei fängt er im gestreckten Zustand hier an und wandert dann an der Polkurve entlang, wenn das Knie einbeugt. Und das ist nicht irgendein theoretischer Quatsch. Der Unterschenkel dreht sich dann tatsächlich um diesen einen Drehpunkt. Oder um den. Oder um den. Deswegen nennt man die Dinger auch polyzentrische Kniegelenke. Dann mal zurück zu unserer Stabilitätsübersicht. Beim monozentrischen Knie wäre der Drehpunkt hier. Der orange Kreis ist der Momentandrehpunkt des polyzentrischen Knies. Bei eben dieser Gelenkposition. Wir wissen ja, dass es kritisch wird. Und wir aufpassen müssen, wenn sich die Bodenreaktionskraft hinter dem Drehpunkt befindet. Wenn sie sich vorm Drehpunkt befindet, ist alles stabil, safe. Und wir müssen erstmal nicht vor einem Sturz Angst haben. Für ein schönes Gangbild sind natürlich Streck- und Beugemomente wichtig. Und wenn sie dann noch zum richtigen Zeitpunkt wirken, dann hat das Kniegelenk schon mal viel richtig gemacht. Könnt ihr schon einen Effekt der Polyzentrik erkennen? Unser polyzentrisches Modell ist im Stand stabiler, weil sich der Drehpunkt weiter dorsal befindet. Und das war noch nicht alles. Wie ihr hier seht, wandert der Drehpunkt bei den ersten Grad Beugung nach ventral, also vorne. Wenn der Drehpunkt nach ventral wandert, verkürzt sich das Bein. Das heißt, mehr Bodenfreiheit. Nice! Das können monozentrische schon mal nicht. Den Vorteil haben wir auch beim Hinsetzen. Das Bein kann sich verkürzen und wir haben eine geringere Überlänge. Und die andere Seite der Kniegelenke
hat auch seine Vorzüge, oder? Wie immer können wir neue Features in ein bestehendes System einbauen. Genau das ist bei diesem Modell passiert. Hier hat man eine Pneumatik unter einen Vierachsmechanismus gebaut. Pneumatik heißt, dass sich in den Kammern Luft befindet, die zusammengedrückt wird und somit den Widerstand aufbaut. Jetzt hat das Knie einen einstellbaren Flexions- und Extensionswiderstand. Luft ist komprimierbar, deswegen werden die Widerstände auch höher, je mehr die Kolben reingedrückt werden. Eigentlich genau das, was wir brauchen. Die Widerstände passen sich schon mal ein bisschen an die Gehgeschwindigkeit an. Aber es gibt auch eine dunkle Seite mit Nachteilen. Bei dem speziellen Modell kann die Kombi aus Polyzentrik und Pneumatik zu Problemen führen, weil die Pneumatik wegen den Luftkammern nachfedert und der Drehpunkt der Polyzentrik in den ersten paar Grad Beugung nach anterior wandert, kann das Knie in manchen Situationen unsicher werden. Die nächste Konstruktion macht das wieder ganz anders. Ihr hättet gemeint, bei vier Achsen wäre schon Schluss? Noch lange nicht. Und wie geht das hier mit dem momentanen Drehpunkt? Genau so. Ihr verbindet diese Drehpunkte und schon habt ihr es. Aber die fünfte Achse macht da natürlich einen Unterschied. Wie auch beim letzten Modell wird das Knie gebeugt, wenn die Bodenreaktionskraft hinter dem momentanen Drehpunkt ist. Nur gibt's hier einen Unterschied. Diese Achse fungiert als Drehachse, um die sich das Knie ein bisschen einfedern kann. Also ist das Knie nur dann komplett stabil, wenn die Kraft auch vor der Drehachse liegt. Das lässt einen kleinen, neutralen Bereich entstehen, in dem das Knie noch stabil ist, aber einfedern kann und zum Beispiel eine kleine Standphasenflexion entstehen lässt. Deswegen gibt's die kleine Feder. Das limitierte Einfedern eines Prothesenknies nennt man übrigens Bouncing. Das unlimitierte Einbeugen mit Widerstand, zum Beispiel eines MPK-Knies, Yielding. Wieder was gelernt? Einfach mehr Achsen dazu bauen. Da wissen wir jetzt, wie der Effekt sein kann. Aber was passiert denn eigentlich, wenn wir den Drehpunkt nicht nach oben, sondern nach unten verlegen und das Gelenk komplett umdrehen? Dann versteht man, so komisch es ist, wieder eine weitere Modellreihe von Prothesenkniegelenke. Solche gibt's nämlich wirklich. Nur was bringt das? Durch diese Achsanordnung haben wir eine negative Stabilität. Das heißt jetzt, dass alles andersrum ist. Eine Bodenreaktionskraft hinter dem Drehpunkt bedeutet jetzt ein stabiles Gelenk und davor ein instabiles. Das nennt man auch ein geometrisches Verschlusssystem oder eine geometrische Sperre. So hat man ein sicheres Gelenk konstruiert, was in der Standphase nicht einbeugt, aber kurz vor der Schwungphase freigeben kann. Echt ein cooles Konzept. Jetzt schauen wir uns mal den Wolpertinger der Kniegelenke an. Eine negative Stabilität und 7 Achsen. Auch das ist möglich. Eine geometrische Sperre macht das Kniegelenk in der Standphase extrem stabil, aber lässt es in der Schwungphase frei durchschwingen. Die Polyzentrik verkürzt das Bein in der Schwungphase. Von dem Knie gibt es auch Modelle mit einer Hydraulik oder einem Polymerpuffer. Aber das Grundprinzip ist gleich. Beim Stehen sehr sicher und in der Schwungphase die Vorteile einer Polyzentrik. Was ist denn jetzt das beste Kniegelenk von allen? Monozentrisch oder polyzentrisch? Die Verkürzung in der Schwungphase oder ein MPK-Knie? Aktiv mit noch ein paar Schwächen oder eine geometrische Sperre, die sicher und billiger als ein MPK-Knie ist, aber bei weitem nicht so anpassungsfähig? Wie immer, es kommt darauf an. Jetzt habt ihr ja einen kleinen Überblick, wie manche Kniegelenke funktionieren. Je nachdem, welchen Mobilitätsgrad der Anwender hat, welche Features am nützlichsten sind und ob man die überhaupt nutzen kann, sind Fragen, die man vor einer Versorgung beantworten muss. Wenn ich mir ein Knie zusammenstellen könnte, wäre es, denke ich, ein semiaktives, polyzentrisches, mikroprozessorgesteuertes Knie. Gibt's noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt das mal einer von euch. Schmuggelt dann bitte einen Gotit in die Seriennummer. Oder über eine Postkarte. Freue ich mich fast genauso. Infinite Power. Hinter solchen Konstruktionen steckt weit mehr dahinter, als man erstmal denkt. Beide Seiten der Kniegelenke haben wir uns jetzt mal angeschaut. Und was ist jetzt besser? Wie immer, es kommt darauf an. Und mit der Ungewissheit lasse ich euch jetzt mal zurück. Jetzt liegt's an euch, das beste Knie für einen Anwender zu finden oder die aktuellen Modelle noch besser zu machen. Die Ausrede, dass ihr nicht wisst,
wie die funktionieren, zieht jetzt schon mal ein bisschen weniger. Dann bis zum nächsten Mal. Bei Gottet.